Darf ich mich auch noch mal kurz vorstellen? Mein Name ist Bauer Florian. Ich begrüße Sie heute zu unserem Webinar über die CNC-Pilot 640. Am Anfang werde ich Ihnen kurz eine Präsentation zeigen über die Historie der Drehmaschine, wie oder was für Betriebsartenmöglichkeiten wir haben und was für Funktionen. Danach werde ich Ihnen in der Präsentation zeigen, wie man ein Programm erstellt, und dann werde ich zum Programmierplatz wechseln. Bei der Historie der Drehmaschine, die haben wir jetzt bei uns im Sortiment seit 1996. Da haben wir damals Philips und Grundig aufgekauft und sind die ersten Drehmaschinen entstanden. In der oberen Reihe einmal die CNC Pilot 4290, Version 7 und Version 1 bis 2008. Einmal in der unteren Reihe die Manuel Plus Reihe mit der 3110, weiter aufbauend auf die 4110 und dann die Manuel Plus 620. Seit 2013 zu OEMO haben wir die CNC Pilot 640. Um diese 3D-Steuerung reden wir heute. Und da werde ich Ihnen jetzt einiges zeigen. Bei der CNC Pilot 640 haben wir zwei große Programmiermöglichkeiten. Einmal im Bereich Teach-In. Das sind die Möglichkeiten, eben Zyklen nacheinander anzureihen und zu programmieren. Programmierart haben wir einmal ICP und Zyklen. ICP bedeutet Interactive Control Programming. Da haben wir die Möglichkeit, über Pfeile unsere Kontur grafisch einzugeben. Reine Zyklenprogrammierung bedeutet einfach, wir haben ein Formular, wo wir Zyklen ausfüllen können und diese dann ablaufen lassen. Werden wir aber später noch mehr dazu sehen. Dann hier drüben haben wir einmal Smart Turn. Das ist bei uns eine eigene Betriebsart. In dieser Betriebsart können wir unsere Konturbeschreibung angeben, eben Rohteil und Fertigteil, und diese dann auch wieder über Zyklen abarbeiten lassen. Dazu werden wir später auch sehen. Vorher habe ich erwähnt, dass wir die alten Steuerungen haben. Bei uns ist es so, die Steuerung von der Manuel Plus 620 oder CNC Pilot 620, also die ganzen älteren Versionen, laufen die ganzen Programme auch auf der neuen Steuerung, was natürlich sehr viele Vorteile bringt. Die Programme von der 4290, da haben wir einen Konverter eingebaut, weil da einfach ein paar Beschreibungen anders sind, von den Werkzeugdaten her, funktioniert aber auch sehr gut. Bei der CNC Pilot 640 haben wir verschiedene Aufbaumöglichkeiten. Einmal die kleinste Version, da haben wir unten nur eine Spindel mit X- und Z-Achse, ohne angetriebene Werkzeuge. Dann gibt es das Ganze mit angetriebenen Werkzeugen, also sprich, wo man im Revolver drin angetriebene Werkzeug einspannen kann und dieses damit auch funktioniert. Die Steigerung von denen ist mit einer Y-Achse, die dann querfährt oder beziehungsweise dazu eine Gegenspindel oder eben oder eine Gegenspindel oder Linette, sind dann hier diese Hilfachsen. Zusätzlich haben wir jetzt die Möglichkeit, eine B-Achse zu verwenden. B-Achse ist hier oben diese Schwenkachse und eben auch mit Gegenspindel. Den Teach-In-Modus, vorher mal kurz erwähnt, haben wir hier in der rechten Seite mal so eine Übersicht, wie so ein Zyklus aufgebaut ist. Jeder Zyklus hat eben so seine Eingabemöglichkeiten. Dies ist jetzt ein Zyklus fürs Zerspannen längs. Man hat hier einmal seine Startposition mit X und Z. Einmal eine Kontur, FK. Da ist eine frei definierbare Kontur möglich zum Eingeben. Dann einmal die Zustellung, wie viel Millimeter eben zugestellt werden, ist bei einem Zyklus maximal. Das heißt, die Steuerung schaut eben selber, je nachdem, wie viel sie zustellen muss und kann.
Weiterhin haben wir die Möglichkeit der Aufmaße I und K einzugeben, wie man auch hier schon gut sieht. Bei den Zyklen, hier ist es immer so, wir haben Zyklen für Schruppen, Zerspanen eben, wir es längs bearbeiten, plan bearbeiten, fräsen, gravieren, wie auch Einstechen oder Gewindezyklen. Die werden nacheinander angereiht. Der große Vorteil dabei ist, jeder Zyklus, der programmiert wird, kann auch gleich abgearbeitet werden. Damit entsteht eigentlich das Programm beim Ablauf. Zyklen, die wir zur Verfügung haben, sehen wir auch hier nochmal ganz gut. Wir haben einmal zersparenden Längs, zersparenden Plan und eben frei definierbare Konturen. Das gleiche haben wir einmal fürs Freistechen. Da sind einfach die DIN-Freistiche vorgegeben, wo das auch in ein so ein Formular eingetragen wird und dann abgearbeitet. Zusätzlich haben wir Stechzyklen auch mit dabei, für normales Einstechen, wie auch Konturstechen und Abstechen. Als vierten Punkt auf der Seite haben wir Stechdrehen. Der Unterschied zum normalen Stechen ist hierbei, das Werkzeug fährt erst radial rein und fährt dann axial weiter und fährt wieder radial hinein und fährt wieder in axial zurück. Fürs Bohren gibt es auch jeweils Zyklen. Beim Bohren kann man unterscheiden, ob das Ganze mit angetriebenem Werkzeug oder eben ohne angetriebenem Werkzeug erledigt wird. Ohne angetriebenem Werkzeug geht es natürlich nur zentrisch. Und bei allen anderen kann man eben auswählen, ob Mantelfläche oder Stirnfläche. Als nächstes haben wir unsere Fräszyklen. Die Fräszyklen sind auch wieder in einem Formular gebaut, die man auch wieder mit Hilfsgrafiken eben diese Zyklen beschreibt. Hier an dieser Stelle sieht man einmal ECP-Konturfräsen. Das bedeutet, man hat einfach auch wieder eine frei definierbare Kontur, wie zum Beispiel hier unten. Und mit dieser frei definierbaren Kontur kann man sich dann so eine Tasche ausräumen lassen. Wir können auch Wendel-Nut fräsen im Teach-In-Bereich oder halt ein Mehrkant oder Einzelflächen herstellen. Im Teach-In-Bereich, in dem Bereich Einlernen, Teach-In bedeutet Einlernen, haben wir nur die Möglichkeit, bis C-Achse dieses auszufüllen. Alles, was weiter C-Achse geht, brauchen wir Smart Turn. Das ist auch unser nächster Bereich. Im Smart Turn Bereich ist dieses auch in sozusagen in Formularen aufgebaut. Jeder Zyklus bzw. Unit. In Smart Turn nennen wir dieses Ganze hier Unit. 10x1, es ist umfangreich. Bietet in dem Sinne den Vorteil, es lässt sich alles genauer bearbeiten. Man hat viel, viel mehr Möglichkeiten, das ganze Programm anzupassen an seine Bedürfnisse. Von Anfahrposition in X wie auch in Z, aber auch in C-Achse und Y-Achse. Was man hier schon sieht, es ist für die Mantelfläche Y-Achse, deswegen hätte man auch hier die Möglichkeit, in Y-Achse sich vorpositionieren. Diese Dialoge haben auch immer an der linken Seite, ein Bild dabei, wo beschrieben ist, welche Parameter für welche Eingabe ist. Was man hier oben noch sieht, die erste Seite ist immer eine Übersicht der wichtigsten Parameter. Die zweite Seite wäre rein fürs Werkzeug. Da hat man die Auswahlmöglichkeit, welches Werkzeug gewählt werden soll,
welcher Vorschub, welche konstante Drehzahl oder halt Schnittgeschwindigkeit. Bei der Liste Kontur sind alle Parameter hinterlegt, was mit Kontur zu tun hat, wie ich Einfluss auf meine Kontur nehmen kann, die unter diesem Fertigteil unter FK steht. Und der Zyklus hat die Möglichkeit, eben auf meinen kompletten Zyklus Einfluss zu nehmen. Unter dem Parameter global, da finde ich dann nochmal die Anfahrpositionen bzw. die Anfahrvariante oder aber auch die Abfahrvariante. Die ganzen Tabellen sind jeweils fürs Fräsen wie auch Drehen identisch aufgebaut. Später sieht man dann die Units im Programm so dargestellt. Es hat immer eine Anfangszeile und eine Endzeile. Alles, was zwischendrin steht, ist für die Unit gedacht. Das erste, was man sieht überall G-Befehle, also sprich Team-Befehle. Also alles, was wir eingeben in diese Unit, in diese Tabelle, sieht man im Nachhinein so dargestellt. Man hätte aber auch die Möglichkeit, das gleich von Hand immer so einzugeben. Natürlich müsste man dann erst das Werkzeugaufruf machen, Schnittgeschwindigkeit. So hat man alles in einem Formular drinstehen. Und erlaubt somit sehr schnelles Programmieren. Zur nächsten Seite geht es um die Werkzeuge und Werkstückvermessung. Hierbei haben wir die Möglichkeit, eine Datenbank anzulegen mit unseren Werkzeugen. Hier in der Datenbank sieht man als erstes immer die Identnummer, dann mit den Bildern die Orientierung des Werkzeuges, sprich für welche Seite, für welche Bearbeitung ist es gedacht. Zusätzlich können wir hier ein Werkzeugtext vergeben und in den nächsten zwei Spalten sieht man immer die wichtigsten Parameter von diesem Werkzeug. Unterscheidet sich natürlich von Gewindemeißel zu Schlichter, wie jetzt hier die ersten zwei. Einmal haben wir eben 60 Grad eingegeben, das ist der Schneidenwinkel. Und hier haben wir eben die 95 Grad bzw. den Spitzenwinkel von 35 Grad angegeben. Wir haben hier die Möglichkeit, 250 bzw. optional 999 Werkzeuge zu erstellen. Als nächsten Punkt haben wir dann noch die Technologiedatenbank. Bei unserer Drehsteuerung ist es so, wir haben eine Technologiedatenbank hinterlegt, wo einfach alle Schnittdaten hinterlegt sind. Sprich Schnittdaten, Vorschübe, Zustellungen. Und die Steuerung kann mit Übernahmetechnologie einfach auf die ganzen Daten zugreifen. Das macht sie dahingegen, indem sie weiß, eben welcher Werkstoff bearbeitet wird und welcher Schneidstoff hergenommen wird. Neu hinzugekommen ist seit der letzten Softwareoption eben Passzyklen. Passzyklen haben wir in dem Sinne, wir können ein Punkt messen, zwei Punkte messen, sprich den Durchmesser rausmessen oder auch die Dicke eines Rohrs. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass wir einen Zapfen oder ein Loch auf der Mantelfläche, wie auch auf der Stirnseite der Fläche, finden bzw. suchen und in die Mitte den Nullpunkt reinlegen. Das ist da ganz praktisch, wenn man viele Restaurationen macht, sprich Teile wieder neu herrichtet, dass man wieder in das Teil reinfindet. Diese ganzen Zyklen fürs Tasten sind aber nur rein als DIN-Zyklen verfügbar. Wir haben weiterhin die Möglichkeit, DXF-Importe zu machen. DXF-Importe sieht man hier, wie einer aufgebaut ist. Hierbei wird die Fertigteilkontur komplett hinausgenommen und man kann sie direkt so auswählen. Die Fertigteilkontur muss natürlich nach bestimmten Verhältnissen aufgebaut sein, dass sie einfach gestaltet ist, beziehungsweise nur Linien und Kreise. Die C-Achs-Bearbeitung ist für Maschinen gedacht, die angetriebene Werkzeuge haben.
Hierbei hat man die Möglichkeit, auch wieder in Formularbasis das Ganze auszufüllen. Wir haben auch die Möglichkeit, eben freie Kontur wieder zu definieren. Für den Mantel, wie auch die Stirnfläche. Hier gibt es auch Muster bzw. Makros, die hinterlegt sind, für Lochkreise bzw. auch Taschenkreise. Das würde bedeuten, wenn wir uns das hier anschauen, dass einmal hier eine Tasche ist und von mir aus um 60 Grad versetzt nochmal eine Tasche. Das Ganze lasse ich über Makros steuern. Man sieht auch hier wieder eben das gleiche Übersichtsformular wie beim längsten Schrubbzyklus. Bei der Y-Achse ist es so, ist auch alles wieder gleich aufgebaut in den gleichen Zyklen. Der Unterschied ist hier bloß, mit einer zusätzlichen Y-Achse haben wir die Möglichkeit, eine gerade Fläche herzustellen. Das kommt einfach daher, da bewegen sich zum Beispiel bei einer Hinterdrehmaschine die zwei Keile gegeneinander und der Schlitten würde rausfahren. Somit lässt sich auf der Mantelfläche eine gerade Fläche herstellen. Hingegen nur zu einer reinen C-Achsmaschine würde es halbrund werden. Von den Formularen her ist es ähnlich aufgebaut. Wir haben auch hier wieder Muster für Bohrbearbeitung wie auch Fräsbearbeitung hinterlegt. Diese können dann ausgefüllt und die Steuerung würde dieses abarbeiten. Als nächstes haben wir die B-Achsbearbeitung. B-Achsbearbeitung heißt hier, wir haben einen Schwenkkopf, der jeweils auf der Schräge bohren bzw. auf Fräsung machen kann. Das Ganze ist jeweils in den gleichen Units möglich. Da ist einfach zwei Parameter dazugekommen, die jeweils einen BW-Winkel zulassen, also einen Schwenkwinkel für die B-Achse. Nicht eins zu weit. Und einen Drehwinkel, weil man hat ja natürlich auch die Möglichkeit, bei normalen Schruppen wie auch schlichten, einen B-Achswinkel anzugeben. Und da muss man dann entscheiden, ob es für die Hauptspindel oder Gegenspindel ist. In der Simulation wird das auch das Werkzeug so dargestellt und kann auch damit abgearbeitet werden. Nächstes haben wir unseren Turn Guide. Der hat die gleiche Funktionsweise wie auch beim Fräsen. Über die Info-Taste an Ihrer Maschine können Sie in Ihrem Zyklus, wenn Sie in einem Zyklus direkt drinstehen, eben in dieses Benutzer, in diese Hilfe reinspringen. Auch für den richtigen Zyklus. Darf ich Ihnen noch ein paar nette neue Funktionen zeigen? Einmal für die Wellenbearbeitung. Wellenbearbeitung heißt inwiefern, wir haben lange Wellen, die bearbeitet können. Und jeder kennt es, man hat dann den Fall, dass das Ganze schräg wird. Sprich, durch den Druck, der aufgebaut wird, oder durch auch den Maschinenversatz selber, wird die Welle schräg, was ja nicht sein soll. Da haben wir eine zusätzliche Abbrechkompensation eingebaut. Die kann man ein- und ausschalten in einem Programm, ist auch jeweils bloß für ein Programm gültig. Hierbei wird eine Messung durchgeführt, die meistens mit der Bügelmessschraube, muss man also von Hand messen, gemacht wird. Einmal der Anfangspunkt, wo man als erstes misst, einmal der Endpunkt und wie viel Versatz inkremental ist. Dieser Versatz wird dann von der Maschine ausgeglichen und sie berechnet sich selber die neue Bahn. Dann zum zweiten, die schwellende Drehzahl. Wie ich finde, eine sehr gute Funktion. Wir haben hier die Möglichkeit, einmal die Spindel einzugeben, also für die Hauptspindel oder Gegenspindel.
Das ist erstmal das Grundsätzliche. Wir haben dann die Auswahlmöglichkeit, ihm zu sagen, er soll mit der Drehzahl hoch und runter drehen, in einer bestimmten Kurve. Warum braucht man das? Man hat den Fall, man hat wieder eine lange Welle und sie fängt zum Quietschen an, also das Aufschwingen, was man darunter kennt. Dieses hat man ja meistens unterdrückt, indem man den Potty hoch oder runter gedreht hat. Wenn man das nicht haben will, muss man einfach die Wiederholungsrate angeben, in welchem Herzbereich, also wie viel Sekundentakt dieses passieren soll und wie hoch die Drehzahländerung sein soll. Das Ganze kann man wieder ein- und ausschalten, sprich, wenn man es nur für Schruppen oder für Schlichten haben will, kann man den Zyklus intern damit ein- und ausschalten. Davor einschalten, dahinter ausschalten. Das Ganze würde aber auch beim Gewinde funktionieren. Als nächstes haben wir das Konturgewinde. Diese Funktion, wie man hier so sieht, ist ein frei definierbares Gewinde, wie zum Beispiel für das spezielle Trapezgewinde. Man gibt ihm hier oben eine Kontur an, die vor dem Werkstück ist und bearbeitet sie bis hinten ab. Dabei kann man verschiedene Zustellungen für jeweils den Durchmesser X und für jeweils die Z-Länge angeben. Das kann man natürlich nicht mit einem normalen Stechdrehmeißel machen, sondern bräuchte man dafür einen Stechdrehmeißel, der halt auch längs in Achsrichtung Kräfte aufnehmen kann. Nächstes Thema haben wir den Messschnitt. Der Messschnitt ist sehr gut dafür geeignet, dass man bei Passungen, man hat viele verschiedene Wellen, verschiedene Absätze und davon sind drei oder vier Passungen. Da kann man diesen Messschnitt rüberlaufen lassen, diesen Durchmesser dann messen und einfach über ein Input eingeben und verrechnen lassen. Damit da kann man immer garantieren, dass die Passungen passen. Das ist eine sehr einfache Funktion. Die baut man einfach zwischen seinem Programm ein, vor dem Schlichten, gibt dann eben seine Messlänge ein, den Anfangspunkt, den Endpunkt und wie weit er reinfahren darf. Zusätzlich kann man dann hier eben zu seinem Schlichtaufmaß zu seinem Schlichtmaß eben sein Aufmaß eingeben, auf welchen Durchmesser er fahren soll. Die nächste Funktion, die ich Ihnen sehr gerne vorstelle, ist Turn Plus. Turn Plus gab es damals auch schon bei der 4290. Dahin ist integriert eine automatische Arbeitsplatzgeneration. Hierbei werden alle Units, alle Zyklen selber geschrieben. Und das nur, wenn man eben ihm sagt, welches Rohteil und Fertigteil man hat. Das würde ihm schon ausreichen. Aber man kann auch weiterhin Spannmittel definieren. Spannmittel heißt eben für die Hauptspindelspannmittel, wie ist mein Teil gespannt. Und eben für die Gegenspindel Spannmittel definieren. Wie wird es dann übernommen? Hat den ganzen Vorteil, man muss nicht mehr ankratzen. Das ganze Ankratzen kann man sich sparen. Weil durch das Spannmittel weiß die Steuerung, da ist mein Nullpunkt, da muss ich anfangen. Das Ganze funktioniert für die C- und Y-Achse, wie auch B-Achse. Für die B-Achse ist es allerdings so, es darf nur angestellt sein. Also es würde nicht simultan Bearbeitung funktionieren. Voraussetzungen hierfür sind jeweils, wie schon gesagt, das Roh- und Fertigteil muss definiert sein, weil er muss natürlich wissen, was er bearbeiten soll. Wenn man eine C-Achsbearbeitung bzw. Y-Achsbearbeitung haben will, muss natürlich auch diese unter dem Fertigteil definiert sein. Und man muss die Option jeweils haben. Die Maschine muss dazu fähig sein. Was man jetzt hier sieht, es sind jetzt kein Revolver angelegt.
Revolver würde sich die Steuerung auch komplett selber suchen. Also sprich, welche Werkzeuge brauche ich? Sucht die Steuerung sich komplett selber aus. Sie nimmt dann halt die Werkzeuge aus der kompletten Datenbank. Wenn man den Revolver definiert hat, nimmt sie den Revolver erst her. Falls sie kein passendes Werkzeug oder ein besseres Werkzeug in der Datenbank finden würde, würde sie dieses vorschlagen, nicht automatisch nehmen. Sie würde sagen, hier und das Werkzeug wäre besser. Wählen Sie dieses oder wollen Sie das Werkzeug beibehalten? Gut. Jetzt werde ich mal zeigen, wie man so ein Programm schreibt. Gibt es bis zu diesem Zeitpunkt schon Fragen? Ich schaue mal schnell nach. Momentan gibt es, glaube ich. Also derzeit sind keine Fragen zu sehen. Genau. Ja. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Bereich. Erstellen eines Programmes. Das Erstellen eines Programmes sieht immer so aus. Als erstes schauen wir uns die Struktur an. Man ist in diesem Smart-Term-Bereich. Man hat oben immer seinen Programmkopf stehen. In diesem Programmkopf sehen wir einmal die Einheit, ob es metrisch oder inch ist, und einmal das Material. Auf dieses Material wird später, werden wir sehen, Term Plus zugreifen. Sprich, er muss wissen, ob es eben aus Alu ist, aus Stahl ist oder VA oder sonstige Materialien. Dadurch generiert er eben auch gleich die Schnittgeschwindigkeit in den jeweiligen Units. Dann haben wir hier als nächstes den Revolver. Der Revolver ist für Term Plus, wie wir das Programm später erzeugen werden, optional. Wenn man ihn einrichtet, greift er eben darauf zu. Als nächstes haben wir die Spannmittel stehen, Spannmittel 1 und 2. Warum haben wir diese zweimal drin? Wir brauchen es einmal eben für die Hauptspindel und das Ganze auch einmal für die Gegenspindel. Als nächstes haben wir hier unser Rohteil stehen. Darunter wird dann unsere Rohteilbeschreibung stehen. Ist ein Endeffekt G20 als Beispiel. Als nächstes haben wir das Fertigteil. Hier drunter wird die Fertigteilkontur abgelegt, aber auch die C-Achskontur oder Y-Achskontur. Im nächsten Teil haben wir unsere Bearbeitung. Unter Bearbeitung werden dann unsere ganzen Units stehen, also unsere ganzen Bearbeitungen. Und zum Schluss haben wir dann auch automatisch ein Unit Ende stehen mit M30. Ist so wie beim Fräsen im Endeffekt Rücksprung zu Anfang und Ende des Programms. Zu unserer Aufgabe. Wir werden diese Hülse programmieren. Für diese Hülse ist jeweils auf dem neuesten Programmierplatz eine DXF drauf, die wir dann rauslesen wollen, beziehungsweise noch ein paar Veränderungen vornehmen, weil die DXF, die auf dem neuesten Programmierplatz mit drauf ist, ist jeweils ohne den Freistrich und ohne den Gewinde. Und dass man ein neues Programm anlegen kann, geht mir im Endeffekt so vor. Man wechselt in die Betriebsart SmartTurn, ein C-Programm anlegen, befolgt dann diese Reihenfolge, man geht über NC-Proc, wählt da ein neues Wählen, neues Programm wählen und legt ein neues DIN Plus Programm an. DIN Plus Programm ist einfach, wie dieses Programm beschrieben wird. Dann kommt man als nächstes gleich in dieses Fenster hinein, wo man den Namen bestimmen kann seines Programms. Zu den Spannmitteln, die als nächstes ausgefüllt werden, habe ich hier als erstes mal die Auswahlmöglichkeit der Spindelnummer S1 oder S4. Diese Auswahl muss ich einfach treffen. Wo ist mein Material drin? Welche Aufspannung habe ich? Im nächsten Feld habe ich einmal die Spannart. Ist mein Teil ausgespannt oder eben
Nicht also wie ist es gespannt, das sind einfach zwei verschiedene Beschreibungsmöglichkeiten. Die Futterkante Z ist vom Maschinennullpunkt bis zur Futterkante. Dieser Wert, den kann ich auch in einen Parameter reinschreiben. Da muss ich den nicht jedes Mal ausfüllen. Der Backenbezug, den sieht man hier mit dem B, ist die Höhe meiner Backen. Zweitens habe ich dann einmal meine Ausspannlänge. Wie weit ist mein Teil ausgespannt? Ich kann noch eine Schnittbegrenzung festlegen. Die Schnittbegrenzung bedeutet hier in diesem Fall, nicht weiter als bis dahin würde der Fräser bzw. der Drehmeißel fahren. Ab da ist Stopp. Also wir haben eine Ausspannlänge von 60 mm und 5 mm vor dem Backen würden wir stehen bleiben. Des Weiteren hätte ich auch eine Innenschnittbegrenzung für die Innenseite. Also wenn ich ein Rohr habe, beziehungsweise ein Teil des Innenausgerätes, dann habe ich einen Faktor Backenüberdeckung. Das ist dieser Bereich von diesem Punkt bis zu diesem. Wie weit sind meine Backen überdeckt? Wie weit geht das Maß? Wie weit ist es eingespannt? Und für die Simulation habe ich noch einen Spanndurchmesser. Sprich, wo ist mein Durchmesser gespannt, dass dieses dargestellt werden kann. Das gleiche habe ich auch für die Spannsituation 4 für die Gegenspindel. Das werden wir aber dann später am Programmierplatz sehen. Beim Erstellen eines Programmes muss ich dann als nächstes das Rohteil anlegen. Das Rohteil finde ich unter ICP, ICP-Editor öffnen. Dabei komme ich auch wieder in ein Formular rein, wo ich den Durchmesser angeben kann, die Länge angeben kann und das Aufmaß. Wenn ich noch ein Rohr gewählt hätte, dann hätte ich die Möglichkeit eines Innendurchmessers noch anzugeben. Ich habe aber auch hier die Möglichkeit, eine frei definierbare Kontur anzugeben oder das Rohteil auch per DXF zu laden. Als nächstes ist dann das Fertigteil dran. Das Fertigteil habe ich schon erwähnt, laden wir über eine DXF-Zeichnung. Wobei ich im Nachhinein natürlich jegliche Art von Veränderung noch vornehmen kann. Ich könnte jeweils jede Phase verändern, beziehungsweise auch noch Freistiche, Einstiche oder Gewinde hinzufügen. Das erlaubt mir ziemlich frei, meine Kontur zu bestimmen oder auch zu verändern. Das Ganze, wenn das Fertigteil eingefügt ist, schaut im Programm hier unten so aus. Wir haben einmal unser Rohteil dastehen und einmal eben unser komplettes Fertigteil. Was man hier schon sieht, es wird alles immer mit G-Sätzen beschrieben. G1, G2, G25, G12 ist zum Beispiel auch wieder ein Kreis. Da habe ich die freien Möglichkeiten, eben dieses anzupassen. Habe ich vorher schon erwähnt, dass wir dieses mit Turn Plus erstellen wollen. Turn Plus ist eine Option. Das ist so bei Ihrem Programmierplatz. Wenn Sie dieses mit Turn Plus machen wollen, geht das nicht ohne Vollversion. Also Sie können es zwar ablaufen lassen, aber nicht speichern. Das will ich noch dazu sagen. Bei der Bearbeitungsfolge. Eine Bearbeitungsfolge ist einfach das, wie wird mein Programm abgearbeitet. Diese kann ich mir erstmal reinlesen. Wir haben davor einen Default gemacht, sprich eine Standardbearbeitungsfolge, die ich öffnen kann oder auch erstellen kann, dass man immer wieder zum Anfang zurückkommt. Das Ganze schaut so aus. Die Steuerung wird versuchen, unser Programm, unsere Units so zu erstellen, dass es als erstes vorbohrt, dann schrubbt, dann konturstift, schlichtet und zum Schluss eben die normalen Bohrungen macht. Bei Bohrungen ist einfach bloß gemeint, Bohrungen außermittig, sprich nicht zentrisch. Zentrische Bohrung macht er mit dem Vorbohren. Weiterhin kann ich die Liste auch so weit ergänzen,
wie ich sie brauche. Ich kann diese auch nur so weit verfeinern. Ich könnte jetzt sagen, hier beim Schruppen, Schruppen in der Unterbearbeitung, also Schruppen ist die Hauptarbeit, Hauptbearbeitungsarbeit, die Unterbearbeitungsarbeit könnte ich dann sagen, nur Längsbearbeitung und bei der Bearbeitungsorientierung innen oder außen. Also ich habe hier die Möglichkeit, mir das individuell alles anzupassen. Für unser Teil brauchen wir einen weiteren Bearbeitungsschritt, den wir hinzufügen müssen, nämlich einmal umspannen und komplett bearbeiten. Weil ja auch dies macht uns Terminplus. Sprich, er schreibt uns wirklich das komplette Unterübergabeprogramm mit. Das Ganze funktioniert so. Wir starten die ARG, das heißt automatische Arbeitsplatzgeneration. Dabei kommen wir in ein Simulationsfenster rein, das aber nicht nur rein Simulation ist, sondern während die Simulation läuft, schreibt er uns diese ganzen Zyklen, diese ganzen Units, vollkommen automatisch. Auf die Units, werden wir später sehen, können wir eben komplett verändern. Wir können jede Unit wieder individuell anpassen. Von über die Schnittdaten, von den Bereichen, was bearbeitet werden sollen, von den Anfahrmethoden oder Abfahrmethoden, können wir individuell danach noch alles anpassen. Wenn die erste Hälfte abgelaufen ist, kommen wir eben in so ein Umspannformular rein, wo einmal eben unsere Fertigteillänge drinsteht, unsere Position des Abholens, die berechnete Nullpunktverschiebung für die Gegenspindel. Man könnte dieses Formular auch noch so weit erweitern, dass man sagt, dass die Arbeitungsposition der Gegenspindel auch noch mit drin steht. Oder eben Kühlmittel an für Backen, Waschen, lauter solche Sachen könnten noch hinzugefügt werden. Als nächstes haben wir noch unsere Simulation. Wenn die Bearbeitung drüber gelaufen ist, kennen wir zu einem die Simulation als sogenannte so Strichgrafik sehen, wobei die gepunktelte Linie jeweils die Linie ist, wo die Steuerung im Eingang verfährt, zum Werkzeugwechselpunkt oder eben zum Material hin. Und zum einen die grünen Linien, was gerade bearbeitet werden. Hier hinten sieht man die Backen dargestellt, einfach als Rechteckkasten. Das war's von der Präsentation hier. Als nächstes wechsle ich zum Programmierplatz. Gibt es bis zu diesem Zeitpunkt schon Fragen? Nein, sehe ich jetzt keine. Gut, dann wechseln wir zum Programmierplatz. Wir haben hier den Programmierblatt CNC Pilot 640 offen. Wechseln in die Betriebsart Smart Turn und erstellen unser Programm unter Borg neu. Neues Programm erstellen, neues Plus-Programm. Hier können wir jetzt einen individuellen Namen vergeben. Ich nehme dieses Teil jetzt Hülse. Wir müssen hier keine Änderung anfügen, wie beim Fräsen. Diese Änderung wird automatisch angefügt. Durch Speichern kommen wir jetzt in ein weiteres Dialogfenster, wo wir unseren Werkstoff auswählen können. Ich wähle jetzt Stahl und gehe dann auf OK. Den ganzen Programmkopf kann ich auch erweitern. Ich zeige das mal kurz. Wenn ich unter Vorspann gehe, Programmkopf. Hier könnte ich noch individuell zum Beispiel eine Maschine eintragen, eine Zeichnungsnummer
wie das Werkstück heißt, für welche Firma das zum Beispiel ist, wer es gezeichnet hat oder Autor. Das Ganze würde dann einfach den Programmkopf ein bisschen verlängern und zusätzlich dieses anzeigen. Als nächstes werde ich das Schwammmittel anlegen, Revolver werde ich absichtlich auslassen, dass wir eben sehen, die Steuerung wählt eben den Revolver, die ganzen Werkzeuge selbstständig aus. Hierfür gehe ich einfach auf Spannmittel einfügen. Damit komme ich in diesen Dialog hinein. Wir stehen unter Spannmittel 1. Ich bin auf der Spindel 1. Spindel 1 ist die Hauptspindel. Gebe meine Futterkante ein. Hier gebe ich jetzt einfach einen theoretischen Wert ein. Es ist natürlich so, es gibt verschiedene große Futter bzw. verschiedene Nullpunktplätze. Gut, die sind immer ziemlich gleich. Ende des Futters. Deswegen gehe ich einfach auf einen theoretischen Wert von 150. Beim Backenbezug ist es so, meine Backenhöhe draußen hat eine Höhe von 45, die nehme ich auch her. Eine Ausspannlänge habe ich bei meinem Teil von ca. 60 mm, dann können wir es bis hier ungefähr einfach schrubben, 25 mm gespannt. Genau, 25 mm gespannt, weil ich ja 5 mm Aufmaßen habe. Schnittbegrenzung mache ich bei minus 55. Und Überdeckung der Backen habe ich minus 25. Das kommt daher, weil unser Rohteil hat hier unten die Länge von 85. Mein Spanndurchmesser ist der Durchmesser 120. Dann speichere ich dieses ab. Man sieht dann sein erstes Spannmittel schon hier unten dargestellt. Da sind eben alle Daten drin, die die Steuerung braucht. Das gleiche mache ich beim Spannmittel 2. Ich kann auch wieder über Vorspann Spannmittel einfügen gehen oder ich drücke einfach an der Stelle, wo ich gerade stehe, die Einfügen-Taste. Beim Spannmittel 2 muss ich jetzt auf den Gegenspindel einstellen, weil er soll mir das Ganze übergeben. Dieser Dialog ist dann für die Gegenspindel gedacht. Ich habe da eine Länge von 130 für meine Futterkante. Die Backen sind gleich hoch. Die Ausspannlänge mache ich gleich. Die Schnittbegrenzung kann ich auch gleich lassen. Die Überdeckung der Backen ist bei mir minus 25. Wenn wir uns das hier anschauen auf der Zeichnung, ich spanne das Ganze hier und jeweils hier. Sprich, ich habe hier mir meine Weichbacken so ausgedreht an der Maschine. Der Spanndurchmesser ist 80. Das speichere ich auch ab. Als nächstes kommt das Rohteil dran. Für das Rohteil gehe ich über ICP. Rohteil. Irgendwie gerade ein bisschen. Jetzt hat. Für meinen Rohteil lege ich einen Durchmesser 20 mit meiner 85er Stange an. Dafür gehe ich hier oben auf Stange. Ich habe einen Rohteildurchmesser von 120, eine Länge von 85 und ein Aufmaß von 2,5. Weil meine Fertiglänge, wie wir hier sehen,
bis 80 mm. Dies speichere ich ab und ich sehe als erstes mein Teil dargestellt als Rohteil. Als nächstes kommen wir zum Fertigteil. Dafür gehe ich wieder über ICP und Fertigteil. Um jetzt hier eine DXF-Zeichnung einzulesen, gehe ich hier einfach über den Bereich Konturliste, wähle meinen Dateityp auf, Turn DXF und öffne diesen. Hier könnte ich jetzt aus verschiedenen Layern auswählen. In diesem Fall ist alles bloß auf diesen einen Layer gezeichnet und die DXF-Bezeichnung besteht genau aus diesem Teil. Wenn ich eine andere Zeichnung hätte, wo mehrere Layer sind, könnte ich über vorherige Kontur, nächste Kontur jeweils die richtige auswählen. Gehe dann im nächsten Schritt auf Auswählen. Wenn wir uns jetzt nochmal die Zeichnung herholen, sehen wir eben, wir haben hier noch ein Gewinde mit einem 75 x 1,5 und einem Freistich nach DIN 76. Der fehlt hier noch. Wir können den im Nachhinein überlagern, indem wir einfach über das dritte Symbol hier gehen, wo ein Freistich, eine Verrundung und eine Phase drauf ist. Hier finden wir als erstes mal unserem Freistich. Hier sehen wir auch schon wieder die verschiedenen Möglichkeiten, die wir hierbei haben. Der erste Freistich mit der dünnen Linie unten drunter ist der Gewindefreistich. Wir springen mit dem roten Punkt an die richtige Stelle und sagen auswählen. Beim Freistich, wie auch beim Gewinde, ist es so, wenn es ein normales DIN-Gewinde ist, also Feingewinde oder normal M8 mit 1,5er Steigung, dann müsste ich gar nichts eingeben. Bei dem Feingewinde, wenn ich habe, reicht es ihm aus, wenn ich ihm die Steigung eingebe. Den Rest rechnet er sich selber aus. Als nächstes gehe ich aufs Gewinde. Bringt zu den Bereichen, wo das Gewinde hinkommt. Füge meine Steigung ein. Und speichere das auch einfach wieder ab. Ich gehe jetzt nur kurz die Parameter noch durch. Wir hätten hier einmal die Gewindetiefe. Rechnet das selber aus. Wir hätten hier einmal die Möglichkeit, eine Auslauflänge einzugeben. Sprich, wenn wir keinen Freistich hätten, würden wir uns hier noch eine Auslauflänge hinzufügen und wir könnten ein mehrgängiges Gewinde auch noch draus machen. Gehen dann auf Speichern und unsere Fertigteilkontur ist soweit fertig und gehen wieder zurück ins Programm. Was wir hier jetzt sehen, was wir bis jetzt gemacht haben, einmal unsere Spannmittel, unser Rohteil auch in DIN dargestellt und eben unser komplettes Fertigteil auch als DIN programmierbar. Eben mit G1-Sätzen, G0-Sätzen, G25, G37 ist jeweils Freistich und Gewinde. Genau. Als nächstes kommen wir zu unseren Bearbeitungen. Die könnten wir jetzt auch selber über Units einfügen. Das wollen wir aber nicht. Wir gehen über die Option Turn Plus über unseren Softkey. Ich habe jetzt meine Bearbeitungsfolge schon drin, werde es aber kurz zeigen. Wir haben hier die Möglichkeit, eben Bearbeitungsfolgen zu öffnen, um verschiedene auch anzulegen, die wir dann auch individuell bearbeiten können. Wie zum Beispiel Schruppen, hätte ich jetzt hier die Möglichkeiten eben zu sagen, nur Längsbearbeitung, nur Planbearbeitung oder alles Kontur parallel bearbeiten. Wenn ich nur Längsbearbeitung gewählt hätte, könnte ich auswählen außen oder innen.
Dieses Formular ist natürlich individuell erweiterbar. Sprich, man könnte auch alles einzeln machen. Einmal Schruppenlängs, darunter dann Schruppenplan. Das ist jedem selber überlassen. Da sind wir frei wählbar. Gut. Zusätzlich brauchen wir jetzt noch eine weitere Bearbeitungszeile. In dieser Bearbeitungszeile müssen wir einmal Umspann einstellen und Komplettbearbeitung. Das heißt, er spannt uns das ganze Teil um und bearbeitet es auch komplett fertig. Im nächsten Schritt gehen wir einfach auf die AAG, unsere automatische Arbeitsplatzgeneration. Sehen wir unser Teil dargestellt mit Gewinde und Rohteil und starten die Simulation. In dieser Zeit schreibt unsere Steuerung wirklich das komplette Programm. Dann bringt er uns das Feld, wie vorher, eben das Umstand, das Expertenprogramm dazu. Wie lange ist eben mein Fertigteil? Wo wird es abgeholt? Und wo ist dann, welche Nullpunktverschiebung haben wir auf der Gegenseite? Dieses übernehmen wir. Und die Simulation läuft auf der zweiten Seite weiter. Jetzt sind wir fertig, gehen einfach wieder zurück ins Programm. Sagen Speichern. Und wir haben unser komplett fertiges Programm. Er hat einmal unseren Revolver komplett ergänzt mit allen Werkzeugen, die er braucht. Und eben unsere ganzen Bearbeitungen selber geschrieben. Dabei heißt es jetzt nicht, dass die so bleiben müssen. Wir können uns auf irgendeine Bearbeitung stellen. Und über die Taste Enter kommen wir wieder in unser Formular rein. Wo wir auch alle Änderungen vornehmen können. Wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, nicht 5 mm Zustellung, sondern 4 oder 3. Und dieses speichern. Und dann hat er weniger Zustellung. Ganze können wir uns auch noch in der Simulation anschauen. Dabei sehen wir das gleiche wie vorher, nur dass es jetzt wirklich reine Simulation ist. Hierbei haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, eben uns das Ganze als sogenannte Radiergrafik auch anzuschauen. Der Vorteil von dieser Grafik, es läuft ein bisschen langsamer als die andere und man sieht wirklich das Urteil weiß dargestellt. Kommt das Umspannen, man sieht auch hier immer den nächsten Schritt. Noch das Schlichten. Jeweils außen und innen. Und das Gewinde schneiden.
Unter den Zusatzfunktionen können wir uns auch davon das Drehteil in 3D-Ansicht anschauen und auch im Schnitt. Oder auch die Zeit anschauen lassen. Okay, das war's jetzt von meiner Präsentation. Gibt es dazu noch Fragen? Schauen wir mal nach.